Wilde Tiere zu fotografieren ist meine Leidenschaft, mein Beruf, mein Leben. Dafür reise ich um die ganze Welt. Keine Mühe ist mir zu groß, um die schönsten Tiermomente mit der Kamera einzufangen. Nur wenige Kilometer von meinem Wohnort im Departement Ardèche liegt ein mehr als 33.000 Jahre alter Schatz. In der Chauvet-Höhle finden sich die ältesten paläolithischen Malereien, die wir heute kennen. Ein Tier inmitten dieser Fauna hat mich wegen seines stattlichen Körperbaus schon immer fasziniert. Bison bonassus, der europäische Bison, im Volksmund auch kurz Bison genannt. Schon lange träume ich davon, dieses imposante Tier zu fotografieren. Es gibt zwei Bisonarten, den europäischen Bison und den amerikanischen Bison, die der Mensch beide fast vollkommen ausgerottet hätte. In Amerika leben noch etwa 300.000 Bisons in Schutzgebieten und auf Zuchtfarmen. In Europa hingegen gibt es kaum noch welche. Will man sie sehen, muss man nach Polen fahren, in den letzten Urwald Europas. Der Wald von Białowieża erstreckt sich entlang der polnisch-weißrussischen Grenze. Ein verbliebener Rest des einst riesigen Waldes, der nach der letzten Eiszeit das Flachland Nord- und Zentraleuropas bedeckte. Wer im Urwald von Białowieża spaziert, fühlt sich wie auf einer Zeitreise. Hier kann man Natur bestaunen, die sich seit der Steinzeit kaum verändert hat. Der Nationalpark auf dem Gebiet zählt heute zum UNESCO-Weltnaturerbe. Jahrtausende lang war der europäische Bison hier beheimatet. Doch im Ersten Weltkrieg wurde die Population stark dezimiert und beinahe ausgerottet. Nur wenige Tiere überlebten, die meisten davon in Gefangenschaft. Seine Rettung verdankt der Bison der Beharrlichkeit eines Forscherteams, das nach und nach wieder einzelne Tiere im Wald von Białowieża ansiedelte. Białystok, Endstation meines Zuges. Eigentlich hatte ich im Februar eher mit Schnee gerechnet, doch der Klimawandel beschert auch Polen Regen. Ich bin etwas beladen. Dafür habe ich alles dabei. Klamotten für warmes, kaltes, sehr kaltes und bitterkaltes Wetter. Und alles zum Fotografieren. Teleobjektiv, Weitwinkelobjektiv, Kameras, Wasserdichte und welche für den Schnee. Jetzt muss ich nur noch Bisons finden. Okay, merci. Gut, dann warten wir eben. Dahinter? Keine Ahnung, vielleicht auf der anderen Seite. Hier bewege ich mich nicht mehr weg. Nach gut einer Stunde sitze ich endlich in meinem Bus. Nur noch 80 Kilometer bis zum Dorf Białowieża. In dem kleinen Ort, der im 15. Jahrhundert entstand, verbrachten einst Polens Könige und Russlands Zaren ihre Sommerfrische. Den Wald erklärten sie zu ihrem exklusiven Jagdrevier. Heute ist hier der Białowieski Nationalpark. Hierher kommen vor allem Touristen, um den einen oder anderen Bison zu bewundern. Ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Und so habe ich mich mit Wiesław verabredet, einem polnischen Fremdenführer, der den Wald kennt wie seine Westentasche und außerdem fließend Französisch spricht. Soweit das Positive. Mit dem Wetter habe ich kein Glück. Der Regen dürfte mir die Arbeit erschweren. Guten Tag. Hallo, wie geht's? Gut. Guillaume, komm rein. Du bist nass geworden. Regnet es. Soll ich die Schuhe ausziehen? Nein, lass nur. Ist das Wetter typisch für die Jahreszeit? Nein, normal ist das nicht. Wir haben so gut wie keinen Schnee. Wird es da nicht schwer, Bisons zu finden? Im Schnee kann man ihren Spuren folgen. Man sieht, wohin sie gehen. Meist bleiben sie eher zusammen. Jetzt wird es etwas schwieriger.
Aber wir versuchen trotzdem, welche aufzuspüren. Habe ich den Regen gebracht? Ja, gut, leg ab. Seit mehreren Generationen lebt Wieslavs Familie in Białowieża. Er hat in Frankreich Ingenieurswesen studiert, bevor er nach Warschau zog, wo er 20 Jahre lang eine Sicherheitsfirma leitete. Doch eines Tages beschloss er, alles hinzuschmeißen und wieder in der Natur zu leben. Seitdem arbeitet er als Fremdenführer für Abenteurer auf der Durchreise. Bevor wir uns auf Bisonsuche begeben, möchte er, dass ich verstehe, wo er mich hinführt. Also, wir sind hier, in Białowieża, mitten im Waldgebiet. Und in dem Wald liegt der Nationalpark. Du sagst Park, worin besteht denn der Schutz? Der Mensch greift nicht ein, er verändert nichts. Er bringt nichts in den Park und nimmt nichts weg. Also, der Park ist nur ein Teil des Waldgebiets. Ja, und hier verläuft die Grenze zu Weißrussland. Der Park geht auf der anderen Seite weiter. Er ist riesig. Insgesamt sind es etwa 150.000 bis 160.000 Hektar. Ich sehe schon, es wird nicht einfach, in diesem Riesenwald Bisons zu finden. Stimmt. Wir versuchen es, aber ohne Garantie. Das Risiko eines Tierfotografen. Aber du bist ja Fremdenführer. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ich habe das Gefühl, um Bisons aufzuspüren, werden wir viel Geduld brauchen. Und ich muss wohl meine Wanderschuhe auspacken. Heute Nachmittag führt Wieslaw mich in das strenge Schutzgebiet. Hier ist es strikt verboten zu jagen, Wildbeeren zu pflücken oder auch nur ein Stück Holz zu bewegen. Überraschend ist die große Menge an Totholz. Da der Mensch nicht eingreift, spielt das Totholz hier seine natürliche Rolle im Ökosystem des Waldes und ermöglicht eine enorme Artenvielfalt. Siehst du, hier haben wir einen abgebrochenen Stamm. Er beginnt schon zu faulen. Aber nutzlos wird er deswegen nicht. Hier sieht man, was aus dem Holz nach einer Weile wird. Wir sagen dazu Humus. Es gibt nichts Besseres, um den Boden fruchtbar zu machen. Ja, das ist das Besondere an einem unberührten Wald. Tote Bäume gelten nicht als Abfall, der weggeschafft werden muss. Hier nicht. Die einen sterben, andere wachsen nach. Und so geht das immer weiter. Wenn sie fallen, schaffen die Bäume die Lebensgrundlage für eine Vielzahl holzfressender Insekten. Die wiederum spielen eine wichtige Rolle in der Nahrungskette und sind Futter für Vögel und kleine Nagetiere. Gerade habe ich eine Gestalt entdeckt, die blitzschnell durchs Dickicht huscht. Ich komme kaum hinterher. Ja, das ist gut. Jetzt ist er weg. Es ist schwierig. Unter mir knacken die Zweige und Äste. Das macht ihm Angst. Er hat die Ohren angelegt. Ich wünschte, ich könnte laufen wie er, mit seinen Ballen, wie auf Samtpfoten. Er ist noch jung. Wie süß. Schau mal. Der ist noch jung, oder? Ja, schön. Er schaut dich an. 30 Sekunden länger und es wäre toll geworden. Ein Porträtfoto. Oder ein Foto in seiner natürlichen Umgebung, mit den Baumstümpfen drumherum. Es ist ein Anfang. So beeindruckend der Wald auch ist, nach 2 Stunden Fußmarsch gibt es immer noch keine Spur von einem Bison. Je tiefer wir in den Wald vordringen, desto weniger finde ich mich zurecht. Gott sei Dank weiß Wieslaw genau, wo wir sind. Er hat hier ein Treffen mit Lukasz Lawrysz arrangiert, einem Biologen und Mitarbeiter des Nationalparks. Hallo, Wieslaw. Was gibt's Neues? Suchst du etwas? Ja, ich war einer Gruppe Bisons auf der Spur. Und? Ich habe sie noch nicht gefunden. Guten Tag. Ich bin Guillaume. Ich bin Lukasz, freut mich. Ebenso. Ich war dabei, den Bisonspuren zu folgen. Dürfen wir mitkommen? Wenn ihr euch leise verhaltet, aufpasst, dass ihr nicht auf junge Baumtriebe tretet, die Natur nicht stört. Okay,
Gehen wir. Mein neuer Weggefährte Lukas ist für die Zählung der Bisons verantwortlich. Jeden Tag streift er durch den Wald und die Umgebung, um kleinere Gruppen ausfindig zu machen, die auf ihrer Nahrungssuche ständig weiterziehen. Da, siehst du? Sie? Hier sind sie langgekommen. Eine kleine Gruppe ist in diese Richtung gelaufen. Bisonspuren sind leicht zu erkennen. Sie sehen fast so aus wie Kuhspuren. Wir folgen ihnen. Vielleicht bekommen wir sie zu Gesicht. Die Spuren der Bisons führen bis tief in die sogenannte Pufferzone des Parks. Sie dient als Grenze zwischen dem Wald und den umliegenden bewohnten Gebieten. Die Pufferzone ist feucht, sumpfig und von einem dicken Grasteppich bedeckt. Eine reiche und ergiebige Nahrungsquelle für die Bisons. Seht mal, da sind drei. Bisons, Bisons, Bisons! Super. Sie sind etwa 300, 400 Meter weg. Ein bisschen weit. Aber es windet, das ist gut. Da können sie uns nicht wittern. Das sind drei. Toll. Ein schönes Exemplar. Die Bison-Gruppe ist gerade nicht sehr wachsam und voll auf ihr Mahl konzentriert. Vom Parkpersonal geschnittenes Gras, das ihnen im Winter als Vorrat dient, wenn die Nahrung im Wald knapp wird. Wenn der Schnee fast alle Wiesen bedeckt, ist das Futter, das das Parkpersonal auslegt, für sie die sicherste Nahrungsquelle. Auch wenn kein Schnee liegt, fressen sie das Heu von dem Gras, das im Sommer zuvor geschnitten wurde. Aber wir haben schon großes Glück, dass wir sie hier antreffen. Glaubst du, wir können näher ran? Ja, aber nicht zu nah. Nicht zu nah? Wir müssen vorsichtig sein. Zu unserer Sicherheit? Ja, natürlich. Wilde Tiere können gefährlich werden, sobald sie Angst bekommen. Aber wahrscheinlich haut er einfach ab, wenn er dich sieht. Das wird kompliziert. Jetzt müssen wir erst noch durch ihr Planschbecken warten. Das ist hart. Das wär's jetzt. 500 Meter durch den Schlamm warten und im letzten Moment hauen sie ab und du hast kein einziges Foto. Sie haben uns gesehen. Zwei haben sich aus dem Staub gemacht. Einer schaut her. Ich hätte nicht gedacht, dass er so groß ist. Der Widerrist ist sicher 2 Meter hoch. Keine 100 Meter trennen mich von dem gewaltigen europäischen Bison. Knapp 1 Tonne Fleisch und Muskeln. Bisons können trotz ihrer gemächlichen Erscheinung im Galopp bis zu 60 Stundenkilometer schnell rennen. Als Pflanzenfresser haben sie keinen Grund, Menschen anzugreifen, solange sie sie in Ruhe lassen. Wenn ich diesen Bison sehe, muss ich daran denken, wie die Menschen vor 20.000 Jahren überall in Europa Jagd auf ihn gemacht haben. Das hier sind dieselben Tiere, aber sie wurden wieder angesiedelt, richtig? Jahrhundertelang hatten nur Könige das Recht, Bisons zu jagen. Wilderte ein Bauer einen Bison, stand darauf die Todesstrafe. Doch als der Erste Weltkrieg ausbrach und die Leute keine anderen Fleischquellen mehr hatten, machten sie sich über die Bisons her. Ende des Ersten Weltkriegs waren keine mehr übrig. Aber schon nach dem Zweiten Weltkrieg gab es wieder ein paar wildlebende Bisons. In der Vergangenheit gingen Tiere aus Białowieża als Geschenke an verschiedene Orte in Europa. Dort wurden sie von Privatpersonen und in Zoos gehalten, zum Beispiel in Berlin und Stockholm. Glücklicherweise konnten wir sie zurückholen und mit den reinrassigsten Tieren wieder die Art Bison bonassus, den europäischen Bison, züchten. Heute können wir mit Stolz sagen, dass im polnischen Teil des Białowieża-Urwalds über 570 wilde Bisons leben. Das ist schon ziemlich viel.
Man kann also sagen, dass die Bisons ihre Rettung den Zoos und der Jagd verdanken? Ja, aber nur teilweise. Das gefällt mir, diese Symmetrie, wenn er so schaut. Man sieht seinen Körper. Man sieht, welch mächtiges Tier er ist. Was glaubst du, wie hoch ist der Widerrist? Er wirkt riesig. Ich würde sagen, zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter in etwa. Unglaublich. Er hat einen durchdringenden Blick, finde ich. Das ist nicht, als würde man eine Kuh anschauen und ihr Blick sagt, komm doch. Hier hat man das Gefühl, als würde er sagen, bleib auf Abstand, nicht? Er weiß genau, dass er hier der König ist. Das ist gut. Da habe ich ihn vor dem Wald erwischt. Ich würde gerne genau solche Fotos im Wald machen, mit Ästen im Vordergrund. Ich möchte wirklich zeigen, dass er ein Waldbewohner ist. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Gehen wir schlafen und morgen früh versuchen wir mehr Bisons zu finden. Wir versuchen's. Ich wollte früh aufstehen, aber so früh. Vieslav bekommt einen Anruf von einem befreundeten Förster. Der hat eine Gruppe Bisons entdeckt, die sich gerade ihr Nachtlager bereitet, nicht weit von einem Beobachtungsposten am Waldrand. Es ist 4.30 Uhr und wir brechen auf zu unserer Expedition. Was hast du da? Das ist ein Infrarotscheinwerfer, damit wir die Tiere sehen können, ohne dass sie uns sehen. Das ist ein Fernrohr, auch Infrarot. Die beiden lassen sich kombinieren. Damit kann ich ein Bison auf 300 Meter erkennen. Um nicht aufzufallen, schalten wir jetzt unsere Lampen aus und versuchen im Dunkeln unseren Weg zu finden. Okay, 1A. Ab jetzt sind das hier meine Augen. Versuchen wir, keinen Lärm zu machen, damit sie uns nicht bemerken. Mist! Keinen Lärm machen. Leichter gesagt als getan. Denn selbst mit Infrarotfernglas tappe ich im Dunkeln. Du schaust dadurch und mit dem Scheinwerfer leuchtest du das an, was du sehen möchtest. In welche Richtung sollen wir gehen? Dort lang. Da lang? Hier sind Äste an den blödsten Stellen. Geschafft. Nach einer halben Stunde finden wir endlich den Beobachtungsposten. Vieslavs Freund zufolge sollen sich hier die Bisons aufhalten. Ich schaue, ob da ein Augenpaar zurückschaut. Ich habe einen Schnaufer gehört. Einen Schnaufer? Ja, da war ein. Es kam von da hinten. Komm, lass uns ein Stück weitergehen. Da sind Hufspuren. Sie müssen vor kurzem hier vorbeigekommen sein. Das war ein Bison. Hier sieht man überall Spuren von ihm. Sie nagen die Rinde ab? Ja, dort finden sie etwas zu trinken und zu essen. Unter der Rinde liegen Mineralsalze. Außerdem können sie so ihre Zähne polieren. Hier siehst du etwas Bisonfell. Er hat sich an dem Baum gerieben. Sind das frische Spuren? Ich denke schon. Es beweist, dass sie vor kurzem hier waren. Aber offenbar sind sie weitergezogen. Thank you.
Da unser nächtlicher Plan nicht aufgegangen ist, ist meine einzige Chance, im Wald doch noch Bisons zu finden, Michał Krzysiak, der Veterinär des Parks. Michał ist der wichtigste Mann in der Region. Wenn er nicht gerade Studenten der Veterinärschule unterrichtet, obliegt ihm die Verantwortung für den Gesundheitszustand der Bisons von Białowieża. Er ist auch der Einzige, der auf den Parkwegen sein Fahrzeug benutzen darf. Beim kleinsten Problem muss er schnell eingreifen können, denn von der Gesundheit der Bisons hängt das Überleben einer ganzen Art ab. Seit einigen Tagen beobachtet er aufmerksam eine Bisonherde, die in einer entlegenen Ecke des Waldes Quartier bezogen hat. Dieses Jahr gab es besonders viel Nachwuchs und Michał muss sicher gehen, dass die Kleinen gut durch den Winter kommen. Was glaubst du? Wie viele sind es? 12 bis 20 Tiere, denke ich. Das ist eine große Gruppe. Sie bleiben alle zusammen. Es sind auch Junge darunter. Die verstecken sich. Mist. Aus der Entfernung ein Foto zu schießen ist schwierig, denn die Gruppe ist ständig in Bewegung. Ich muss näher ran, will ihnen aber keine Angst einjagen. Alle 20 Sekunden muss ich meine Position wechseln, denn irgendein Ast schiebt sich immer ungünstig ins Bild. Eigentlich ist es die Waldstimmung, die ich wollte. Hier ist es gut. Nun, da sie sich an meine Anwesenheit gewöhnt haben, darf ich den Bisons Stück für Stück näher kommen. Hier sind sie direkt am Waldrand. Dort ist eine kleine Lichtung. Von links fällt etwas Licht ein. Das ist nicht schlecht. Guillaume hat Glück. Eine so große Bisonherde gibt es nicht oft zu sehen. Außerhalb der Brunftzeit kommen männliche und weibliche Tiere nur sehr selten zusammen. Und anders als man annehmen könnte, hören die Herden nicht auf ein Alpha-Männchen, sondern auf ein Weibchen. Eine Bisonherde wird von dem ältesten Weibchen der Gruppe geführt. Von einem erwachsenen, erfahrenen Weibchen. Aber es muss auch körperlich stark sein, um sich bei Disputen durchzusetzen und seine Herde zu beschützen. Die heranwachsenden Jungtiere folgen seinem Beispiel und werden sich ihr Leben lang auf der Suche nach Futter und Rastplätzen ganz seiner Leitung anvertrauen. Hier sind jede Menge Bisons. Kaum vorstellbar, dass sie vor 100 Jahren fast ausgestorben waren. Ist die Population jetzt außer Gefahr? Das hier ist die letzte ökologische Nische, in der sie in Ruhe gelassen werden. Das Gebiet ist so groß, dass sie in Freiheit leben können. Ich glaube nicht, dass sie in anderen Wäldern Zentraleuropas überleben könnten, da dort die Bedrohung durch den Menschen zu groß ist. Meine Hoffnung für die Zukunft ist, dass wir verhindern können, dass der Bison letztlich für nutzlos erklärt wird und erneut ausstirbt. Ich glaube, das Überleben des Bisons wird erst gesichert sein, wenn man erkennt, dass das Zusammenleben mit diesem Tier nicht nur bereichernd ist, sondern auch rentabel. Schon allein, weil sie genau wie der geschützte Wald, in dem sie leben, eine Touristenattraktion sind. Auf einmal beginnt es zu schneien. Die Landschaft verwandelt sich und ich habe endlich die Kulisse, von der ich geträumt habe.
Im Urwald von Białowieża hat das größte Landsäugetier Europas seine Freiheit und seine Daseinsberechtigung wiedergewonnen. Die Bisons sind das letzte Denkmal der unberührten Natur. Sie erinnern uns, dass wir vor unserer Tür einen Nachbarn haben, der unseren Schutz braucht.